KTW heißt Abwechslung. KTW heißt Freiheit. Auswahl. Brücken bauen. KTW heißt Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt. Hi, ich bin Maxi. Ich erzähle euch heute etwas über den Masterstudiengang KTW an der TU Braunschweig. Fragt euch jetzt vielleicht, was ist der KTW? Ihn zeichnet aus, dass es ein interdisziplinärer Studiengang ist. Das heißt, in unserem Vorlesungsverzeichnis findet ihr Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Fächern. Neben unseren Kernfächern wie Geschichte, Germanistik, Anglistik und Philosophie findet ihr auch Bereiche wie Architektur, Verkehrswesen, Flugführung, Psychologie, Physik, Geophysik und extraterrestrische Physik, Medienwissenschaften, Geschichte. Konkret geht es im KTW darum, die Geisteswissenschaften mit dem MINT-Bereich zusammenzuführen. Eine zentrale Veranstaltung im KTW ist Texte und Theorien zur technisch-wissenschaftlichen Kultur. Hier geht es unter anderem darum, das Zusammenspiel von Technik und Gesellschaft zu betrachten. Oft geht es dabei sehr praktisch zu. Zum Beispiel wurde hier in der Vergangenheit eine App entwickelt. Außerdem belegen alle Studierenden im KTW Technikgeschichte, Technikphilosophie, eine Ringvorlesung mit spannenden, wechselnden Themen und die Einführung in Berufspraxis und Arbeitswelt, wozu auch das obligatorische Praktikum gehört. Der KTW ist deswegen ein wunderbarer, spannender Studiengang, den es so auch nur ganz selten gibt in Deutschland, weil er eben die Brücke schlägt zwischen den Natur- und den Geisteswissenschaften, zwischen Technologie und Kultur. Und wir haben da ein Angebot, was einzigartig ist. Wir studieren eben keine Einzelwissenschaft, sondern wir studieren im Grunde genommen die Frage, was ist eigentlich Wissenschaft? Als Studierender bekommt man im KTW Einblick in ganz verschiedene Wissenschaften, in verschiedene Methoden, in verschiedene Zielstellungen auch das. Und das ist etwas, was sehr wenige Studiengänge eigentlich vermitteln können. Ich würde sagen, der typische KTW-Studierende ist sehr zielstrebig, weiß, was er will, probiert sich aber vielleicht auch gerne aus. Also man kann nach seinen eigenen Interessen eben Kurse wählen, nach seinen eigenen Interessen auch die Praktika machen oder ein Praktikum ist auf jeden Fall Pflicht. Dadurch, dass man so viel Einblick bekommt, findet man auch häufig schon irgendwie einen Weg eigentlich in eine Berufslaufbahn oder das so richtig zu planen, glaube ich. Dann gibt es ganz konkret Berufsorientierungsmodul, wo eben auch Bewerbung schreiben geübt wird, wo auch ein Praktikum dazu gehört, wo wir relativ viel uns ausleben können, was die Auswahl angeht, wo wir es am Ende machen. Manche KTW-Studis entscheiden sich dazu, nach dem Masterabschluss an der TU Braunschweig zu bleiben. Zum Beispiel als wissenschaftliche Mitarbeitende, Promotionsstudierende, in der Projektarbeit oder auch in der Kommunikation. Andere landen bei den weiteren namhaften Adressen, die die Region Braunschweig in Sachen Forschung und Wissenschaft zu bieten hat. Denn hier gibt es einige herausragende Standorte, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Was potenzielle Jobs nach dem Studium angeht, sind euren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. Denn kreative Brückenbauer sind gefragt. Aber ihr solltet euch auf alle Fälle rechtzeitig umsehen. Ich hatte mich noch während meines KTW-Studiums auf ein ausgeschriebenes Volontariat beworben. Im Endeffekt hat es zu dem Zeitpunkt zwar nicht geklappt, allerdings wurde mir stattdessen angeboten, ich könnte als freie Mitarbeiterin für die Goslarsche Zeitung arbeiten. Studium und Job unter einen Hut zu bringen, das ist natürlich ziemlich anstrengend. Ich habe das aber ganz gut hinbekommen im Endeffekt. Zum Beispiel habe ich meine Masterarbeit über die Goslarsche Zeitung geschrieben. Während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich dann ein Volo begonnen. Das waren dann auch nochmal 6 ziemlich anstrengende Wochen. Aber ich denke, ich habe es ganz gut hinbekommen. Ich habe mein Masterstudium erfolgreich abgeschlossen. Ich habe mein Volontariat nach 2 Jahren erfolgreich abgeschlossen und wurde auch direkt als Redakteurin übernommen. Ihr seht, mit dem KTW geht was. Wenn ihr also bald euren Bachelor in den geisteswissenschaftlichen oder technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen in der Tasche habt, informiert euch doch. Weitere Links findet ihr unten in der Beschreibung. Vielleicht sehen wir uns ja bald in Braunschweig.